Aktuell sehen wir immer mehr Bilder, dass die Deutschen mit ihren Autos an die Grenzen nach Polen oder Tschechien zum Tanken fahren. Aber warum ist das so? Warum sind die Spritpreise hier in Deutschland jetzt so teuer? Die Treiber des aktuellen Anstiegs sind vor allem der nachhaltig teure Preis von Rohöl auf dem Weltmarkt sowie die steigende Nachfrage nach Heizöl jetzt in den Wintermonaten. Die Spritpreise steigen inzwischen schon seit über 10 Monaten. Das hat aber noch weitere Ursachen wie Kohlendioxidaufschlag und erhöhter Mehrwertsteuersatz. Wie sieht's bei euch aus? Fahrt ihr schon weniger Auto wegen der teuren Spritpreise? Schreibt's in die Kommentare.